So, dann wollen wir mal diesen Ort hier abschließen. Und, oh Gott, Mami und Papi mit ihrem Kinderwagen. Diesen Ort hier abschließen, die Korkis sammeln. Medaillon fehlt uns noch und die Flagge müssen wir noch hissen. Ja, ich habe diesmal nachgeguckt, also vorher geschaut, wo die Korkis ungefähr sind, damit ich das jetzt nicht ewig die ganze Folge suche. Ich hoffe, das ist okay, wenn ihr wollt, dass ich das suche, mache ich das auch. Aber es gibt einen Korki hier, den hätte ich, glaube ich, ewig nicht gefunden. Und zwar muss ich dafür hier durch. Und hier unter dem Po von dem Gorilla, ist ein Korki. Ein versteckter Korki. Hinweis notieren. Aha, hab noch einen. Den hätte ich... Ich wäre hier nie durchgegangen, glaube ich. Ich wäre da nie durchgegangen. Ich meine, man sieht es auf der Karte so ungefähr, aber ich glaube, den hätte ich nicht gefunden. Und ein anderer ist im Labyrinth, wo wir schon waren. Ja. Ich würde mich aber auch gerne hier generell noch mal ein bisschen umschauen im Park. Ich glaube, ein paar Orte haben wir noch nicht gesehen. Was ist das da? Ach! Oh! Alter! Du hast auch noch nicht die neue Waffe! Entschuldigung, Gage. Entschuldigung. Gut, das ist das Grab! Das ist das Grab von dem Typen. Das hat doch bestimmt Zito errichtet. Da ist auch eine Brille. Was halt passt zu dem, dazu, dass das ein Professor war. Oder ein Doktor. Doktor, ne? Ja, okay. Ja, hier haben wir zum Beispiel noch nicht geguckt. Schaut mal an. Das wäre mir jetzt sonst gar nicht aufgefallen. Geht sie hinter auch noch irgendwo lang? Ist hier irgendwas? Da ist was. Okay, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ein Safe? Also das wusste ich wirklich nicht. Ich hab nur nach den Korkis geguckt. Wär's. Ja, ein paar Sachen sind da drin. Nee, die nicht. Also ist das nach all der Zeit noch nützlich? Immer. Patronen sind immer nützlich. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, hier kommen wir aber wieder raus, ne? Hier war ja nichts, ne? Da waren wir ja schon. So, und jetzt müssten wir... Ich wollte eigentlich da hoch, aber wir können, glaube ich... Ich glaube, wir müssen hier lang. Jetzt müssten wir zum Labyrinth. Ach, guck mal, da steht Zito. Hallo. Zito nicht erwarten können, neue Freunde treffen. Ja, wir werden sehen, ob du die magst. Ich glaube, wir haben uns hier zwei, drei Sachen auch noch nicht wirklich angeguckt. Hier ging es, glaube ich, zum Labyrinth, ne? Voll gruselig sieht er aus. Hier haben wir auch noch nicht alles gesehen. Was ist das da oben? Warum ist da ein Pinöppel? Da geht auch eine Treppe hoch. Ach, die Flagge. Okay, da können wir die Flagge hissen. Okay. Ja, machen wir jetzt. Machen wir dann. Machen wir jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal in, hier, genau, Treehouse. Da können wir, glaube ich, auch noch hoch. Müssen wir mal schauen. Ich vermute mal, oder? Da sind so Seile an der Seite. So, keine Ahnung. Wo? Was? Ich höre irgendwas. Okay, keine Ahnung, wo ich jetzt genau lang muss. Ich habe das nur auf einem Bild gesehen. Und da hat man erkannt, dass das im Labyrinth ist. Wo geht's hier noch hin? Hier sind Ratten. Ich bin hier noch... Ah, guck mal da. Da ist er doch. Abgeschlossen. Finde die versteckten Korkis im Safari-Adventure. Hervorragend. Die haben wir schon mal. Jetzt möchte ich aber gerne noch zum Treehouse irgendwie kommen.
Ich versuche mal in die Richtung. Sackgasse. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Durchgänge hier ein Hinweis sind. Maybe. Nein, sind sie nicht. Das ist eine Sackgasse. Okay. Ich bin wieder draußen. Kacke. Okay, hier lang. Hier ist wieder so ein Durchgang. Aber auch hier ist eine Sackgasse. Scheiße. Jetzt hier lang? Auch nicht. Auch nicht. Das habe ich vorher noch nicht ausprobiert, wie ihr merkt. Hier waren wir doch eben schon, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Ah! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Damit kommen wir 100 pro hoch. Ach so, Moment. So. Den muss ich offensichtlich nehmen. Oh, das ist aber cool. Können wir uns alles angucken von hier oben. Guck mal, der ist nicht mal echt, der Baum. Deswegen ist der auch grün. Ergibt Sinn. Boah, das war ja cool. Cool Musik. Waren wir da schon? Da? Warte, ich wollte eigentlich die Waffe nehmen. Waren wir da schon? Können wir auch nochmal gucken. So, was ist hier? Ach, guck mal da. Medaillons. Perfekt. Oh, okay. Das funktioniert ja gerade wie am Schnürchen. Okay, das mit den Corkis nachgucken war anscheinend echt eine gute Maßnahme. So ist das doch alles schön flüssig jetzt hier in der Folge. Und wir gucken nicht so viel rum. Luca Mixerstation herstellen. Nee, will ich jetzt aber nicht. Ich nehme mir die so mit, wenn das okay ist. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Boah. Ich hasse diese Puppen. Was ist das? Boah. Okay, die nehme ich mit. Oh, Nuka Kate Ticketrolle. Ich weiß zwar nicht, ob ich die wirklich brauche und will, aber kann ich ja mal mitnehmen. Raketenwerfer. Oh. Handschellen. Na gut. Jetzt würde ich am liebsten hier runterspringen. Aber das tut, glaube ich, ein wenig weh. Ich lasse das besser. Hier ist aber sonst auch nichts mehr, ne? Ach, guck mal, hier sind noch ein paar Tickets. Ja, ich, wie gesagt, ich nehme die mal mit. Aber irgendwie habe ich da jetzt nicht so das Interesse dran. Kann man aber mal machen. Na gut. Ich glaube, hier oben ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal runter wieder. Oder fahren runter, besser gesagt. Jetzt muss ich durch das Labyrinth wieder zurück, ne? Ich könnte hier... Kann ich hier rüberspringen? Kann ich hier so rüber? Oh, dann springe ich aber ins Wasser, ne? Oh, guck mal, voll am Flackern da. Ich gehe hier so oben rum. Ist ein bisschen einfacher, oder? Was meint ihr? So, hier waren wir noch nicht so richtig, ne? Also hier, da schon, aber hier noch nicht so richtig. Schwupp. Perfekt. So sind wir doch gut wieder aus dem Labyrinth rausgekommen. Und ich möchte mir das hier mal bei Tag angucken. Das hier. Das sieht cool aus. Aber hier ist nichts, ne? Ich habe mir das hier nicht so richtig angeschaut. Nee, okay. Hätte ja sein können, dass hier irgendwo eine Waffe oder irgendwas versteckt ist. Kann man sich gut draufstellen? Achtung, eine Durchsage. In Notfällen ist am Ausgang des Reptilienhauses... Ist das ein Ball, ne? Ja, gut. Okay, ist hier am Rand noch irgendwie noch ein Safe oder so? Maybe. Hier geht's zum Ausgang, ne? Was ist das? Klebeband. Ja, ich kann jetzt nicht alles, jedes Klebeband mitnehmen, ey. Das ist auch ein bisschen too much, oder? Find ich. Oder was meint ihr? Oh! Ich meine, klar, es ist schon nicht schlecht,
Aber empfindliche Gäste sind am Eingang des Karussells Spuckbeutel erhältlich. Spuckbeutel. Da kommt doch jetzt 100 Pro was raus hier. Hallo, guten Tag. Ich wusste es. Sollte die auch treffen. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ach, ein Hütchen. Da ist ein Hütchen. Was haben wir denn da so? Ah! Nuka Hertie. Hertie. Ausgezeichnet. Rezept. Das ist auch sowas, was ich bestimmt noch nicht überall gefunden habe, diese Rezepte. Muss ich dann mal durchgehen, also kontrollieren, welche ich habe. Und dann eventuell nochmal die restlichen suchen. Fragst du dich auch, warum die Dinger so groß sind? Die waren vorher schon eklig genug. Das stimmt. Fliegende Ameisen. Waren wir hier schon? Nee, ne? Das Bötchen hier. Da hinten waren wir auch noch nicht. Ach. Hallo? Keine Falle? Schon mal gut. Oh, Ratten aber. Nein. Ah, schon gut. Wieder ein bisschen überreagiert. Entschuldigung. Haben wir hier irgendwas? Vorkriegsgeld. Und nichts mehr. Hätten ja auch vielleicht Kronkorken oder so sein können. Aber no. No, no, no. Das war's? Hier ist ja gar nichts drin. Na gut. Ich hätte mir eigentlich auch mal gewünscht, dass was liegt da? Kaugummis? Tatsächlich. In so einem Kinderwagen wieder irgendwas drin ist hier. So ein... Achtung, eine Durchsage. Oh. Um einen Verlust von Fliegenarten zu verhindern. So ein Stofftier oder sowas. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Ist wieder nichts mehr. Ist alles zu. Wieder das Ding weg. Hier ist so komisch offen. Das ist ein Grund. Kann man hier irgendwo durch? Nein. Kann hier lang? Bringt aber nichts. Okay. Nein. Tja, ich glaube, wir haben alles hier, oder? Da waren wir drin. Hier waren wir auch. Wir waren auch schon schwimmen. Und hier ist nichts mehr, ne? Ich glaube, wir haben dann Safari Adventure durch, oder? Wie gesagt, jetzt noch eben die Flagge hissen. Und dann haben wir alles, ne? Oh, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Ja, klar. Überall Hirsche. Natürlich. Da waren wir auch drin. Ach, hier wollte ich gucken. Stimmt. Starlight Interstellar Theater. Ach, hier waren wir auch. Die Rache des Fischmanns. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. Oh, guck mal hier. Lunchboxen. Oh, Geld. Ist hier was drin? Nein. Ist da was hinter? Auch nicht. Ist hier was hinter? Auch nicht. Gut. Boah, hier sind aber viele Lunchboxen. Ja, ist alles so... Ich hab von diesen Figürchen, hab ich schon so... Das ist so cool hier, dass er da so drin sitzt. ...nicht verantwortlich für Verletzungen ist, die sie sich während der Cola Clowns Comedy Cavalcade zuziehen. Lasst uns doch mal... Was? Moment. Ach, Sitos glänzender Schläger, stimmt. Lasst uns doch mal eine Nuka-Cola trinken. Komm, wir trinken mal die hier. Ich weiß, alles unnötig, aber ist auch unnötig, dass wir einfach alles behalten und wie so ein Messi sammeln, oder? Gut. Flagge hissen. Wir haben jetzt alles, ne? Ich schaue noch mal ganz kurz. Aufgaben. Weise eine Bande dem Safari-Adventure zu. Ich habe die Klonmaschine im Safari-Adventure abgeschaltet und alle dortigen Gator-Klauen beseitigt. Außerdem habe ich Sito dazu überredet, meine Leute dort einziehen zu lassen. Jetzt muss ich nur noch die Flagge hissen, um das Gebiet für eine meiner Banden einzunehmen. Ja. Wir wissen ja schon, welche wir nehmen. Wir haben uns ja schon entschieden. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo war dieses Treppchen, wo man da hochkommt.
Komme ich da hoch? Hier an der Seite, maybe? Nee. Aber das war doch auf diesem Gebäude hier, oder bin ich blöd gerade? Ach nee, das war das Gebäude, da. Komme ich da? Komme ich hier? Ja. Komme ich da? Komme ich hier? Komme ich hier hoch? Perfekt. Aufgrund der großen Nachfrage findet jetzt eine zweite Vorstellung von Queen Quantums Krönung statt. Näheres dazu in ihrer Parkbroschüre. Okidoki. Ist schon ganz cool mit dem Baum, finde ich. Ich hätte sowas auch gerne in Sanctuary, so einen Riesenbaum. Ich meine, wir haben ja so einen großen Baum, aber nicht groß. Ihr wisst schon. So, wir nehmen das Rudel. Ne? Haben wir ja gesagt, haben wir ja beschlossen. Passt hier gut hin. Hier sind zwar jetzt keine Tiere mehr, also doch ein paar Gorillas, aber... Ja, und Gazellen. Gazellen haben wir ja jetzt. Heute okay, es sind doch Tiere. Interstellar Theater. Oh, dieses Gelaber. Die Rache des Fischmanns. Ja, Mann. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. Ja, sehr schön. Okay, Rudel. Hervorragend. Ich kann die Flagge nicht so richtig sehen. Es ist aber eine pinke. Abgeschlossen. Sichere Safari-Adventure. Haben wir gemacht? Cool. Abgeschlossen. Safari-Adventure. Finde ich supi. So. Gibt's nichts mehr, ne? Alles fertig hier. Cool. Schwupp. Mal eben schauen. Haben wir jetzt hier Beute in Drylock Galch. Ach, wir könnten da jetzt mal gucken, wie das bei denen aussieht. Sehr schön. Und dann habe ich ja gesagt, gehen wir hier oben mal so ein bisschen laufen, ne? Also ich würde jetzt hier erstmal den Bereich machen. Das würde ich jetzt in der Folge noch machen. Und dann wollen wir ja hier unten auch nochmal hin, ne? Aber erst gehen wir nach da oben, weil es ist näher. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier eben kurz zurück? Ja, machen wir. Machen wir. Ich will gucken, wie es jetzt bei denen aussieht. Das interessiert mich schon. Ich gehe richtig, ne? Sehr gut. Boah, das hat gerade so komisch geglitscht. Was? Ach so, ihr wieder. Diesmal erschrecke ich mich nicht. Nein, nein. Ja, und ich würde dann, glaube ich, auch zwischen dieser und der nächsten Folge mich mal darum kümmern, dass ich die Sachen wegbringe, die Power Armor und so hole. Ich meine, wie gesagt, das müssen wir ja jetzt nicht nochmal zusammen machen, ne? Das habt ihr ja schon gesehen. Deswegen muss das nicht nochmal... Das würde ich dazwischen irgendwie machen. Ja, hübsch haben sie es gemacht. Schön mit den Schädeln hier. Hervorragend. Guten Tag. Guten Tag. Da kommt ja mein Lieblingsdeputy. Ach, guck mal, da erscheinen auch ein paar Sachen. Und da stehen welche. Hübsch habt das hier gemacht. Sehr schön, sehr schön. Guten Tag. Na, gefällt's euch hier? Jetzt wird's interessant. Hier kann man eigentlich nur saufen. Genau mein Ding. Ja, ist doch cool. Freu dich doch, genau. Ja, war ja klar, die haben schön die Bar hier eingenommen. Ach, das ist ja hübsch da oben. Wunderschön. Wunderschön haben sie es hier. Gut, das ist die Truhe. Kronkorken, okay, okay, okay. Ja, ja, nein, nein, nein. Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde das tägliche Duell zwischen Luca Knight und dem... Okay, hier hinten ist aber nichts mehr los, ne? Ich gehe dann wieder da raus. Das macht mehr Sinn. Weil ich ja auch da oben hin wollte. Ist hier noch was hinter? Nein. Ach, aber man kann hier vorbei. Hervorragend. Na, alles cool? Redest du nicht mehr? Viel Glück da draußen, Vater. Okay. Danke. Glück kann man immer gebrauchen. Habe ich nicht so viel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Glück habe ich? 4 nur. Echt nicht viel. Ich habe wirklich nicht viel Glück, wenn man mal ehrlich ist. Ist aber nicht so schlimm. Soho! Karte. So. Jetzt gehe ich natürlich hier dran vorbei. Ist ein bisschen doof, ne? Kann ich hier schnell reisen und von da aus gehen? Ja, das machen wir. Das machen wir so. Von hier ist doch ganz cool. Das haben wir nämlich auch noch nicht so richtig bei Tag gesehen. Oh,
guck mal, da ist ein Flugzeug. Flugzeug! Da haben wir noch gar nicht geschaut. Du machst das schon, Gage. Cool machst du das. Ja, Mann! Alle fertig? Sehr gut. Auch voll das Grillengeräusch hier. Ist ja cool. Hühlengrillenfleisch. Na, schau mal einer an. Eine Schreibmaschine? Ach so, ja, eine Schreibmaschine. Ach hier, guck mal. Oh, oh, ja, ja, ja. Oh, dieses Grillengeräusch. Ich muss ja zugeben, ich mag das so ein bisschen. Ich finde das ganz cool. Sieht aber sehr ödländig aus hier, ne? Also, als wäre hier gar nicht so viel los. Aber da hinten ist irgendwas. Da würde ich mal hingehen wollen. Mal schauen, was da so los ist. Ob da was los ist. Weil hier ist ja nicht so viel los. Ja, ich bin heute wieder sprachtechnisch krass. Oh, okay, hier ist Ende. Entschuldigung, Spiel. Entschuldigung. Da sind Ameisen, offensichtlich. Oder? Das ist so ein Ameisenbau-Ding. Irgendwo kommen doch da welche raus. Heute nicht, Kumpel. Du musst sie auch treffen, ne? Das ist nicht so einfach, so. Vielleicht bringt uns das was Nettes ein. Ja, dafür habe ich auch echt ewig Munition, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber, oh, ist das eine Teufelskralle? Okay, Baby, ich komm! Warte, ich komm! Ah, nee, brauche ich noch nicht. Hallo, was machen Sie denn da? Ist das Ihr Haus? Hat sie mich gesehen? Treffe ich sie von hier? Nein. Jetzt hat sie mich gesehen. Oh, ich sollte auch ein bisschen treffen. Nee, warten Sie. Warten Sie. Warum habe ich die Waffe weggetan? Stufenbatz, ich wollte nachladen. Nein, warte, nein. Aua, nicht wehtun. Nicht wehtun. Ach, ich habe nichts zum Werfen. Dabei habe ich doch so viel aufgesammelt. Lass mal irgendwas ausrüsten. Nee. Nein, ich wollte werfen, bitte. Tu doch. Nein, das hat nichts gebracht. Scheiße. Nein. Aua. Hey. Alles gut, Gage? Tut mir leid. Ich hätte mich ein bisschen mehr bemühen können. Ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Aber ich hatte so Bock und... Ja. So, was hat die denn hier verteidigt? Wollen wir mal gucken, ob die irgendwie, was die so in ihrem Häuschen hatte. Oh, sie hat... Okay, sie hat Leute umgebracht. Sie hat Leute vom Rudel umgebracht. Des Jägers Plasmawerfer. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Wer es findet, dem gehört. Ja. Der Test? Ah, was zum Anhören auch noch. Sehr schön. Dann wollen wir das doch direkt mal anmachen, während wir hier weitersuchen. Alice Diverses unter D. Schon vorbei. Ich hasse Mason, aber alle anderen lieben ihn. Er ist so Alpha. Na klar, er ist so ein Arschloch, sag ich dann immer.
Sag mir, ich soll meine Grenzen kennen. Dabei will ich nur helfen. Wie zum Teufel soll ich mich beweisen, wenn ich den ganzen Tag auf Sklavenkäfige aufpassen muss? Ich ziehe mit einem eigenen Rudel los. Und wir erledigen eine Todeskralle. Mal sehen, was der Typ sagt, wenn ich ihm den Kopf auf den Tisch lege. Wer ist jetzt der Alpha? Wichser, kann's kaum erwarten. Was kannst du kaum erwarten? Was? Nichts. Wie lange hast du... Scheiße, verschwinde hier! Tja, es hat ja nicht so gut funktioniert, ne? Tut mir ja leid für euch. So, wo geht's denn hier weiter? Was ist das hier? Oh. Eine Treppe, wo hoch geht, ist immer... Ist uninteressant, okay. Ist immer interessant, wollte ich gerade sagen. Aber offensichtlich nicht. Was ist das denn hier für ein Ort? Haben hier Leute gelebt? Also, wahrscheinlich die, die hier gearbeitet haben, oder? Wo sind wir denn hier überhaupt gerade? Ach, jetzt gehen wir gerade hier drauf zu... Nee. Nee, das will ich aber nicht. Nee, das will ich nicht. Ich gehe dahin. Ja, ich gehe dahin. Das sieht wirklich nach einer richtigen Vorstadt aus. Und hier ist eine riesen Leinwand. Was ist das? Eine Leinwand? Drive in, fly out. Okay. Die haben bestimmt die Angestellten gewohnt. Ergibt irgendwie Sinn, oder? Hallo? Habt ihr hier früher gearbeitet? Chinesisches Offizierschwert. Was? Feuer entzünden? Aha. Seltsam. Hat hier jemand gepredigt, oder was? Was war hier los? Was war hier los? Ach, wisst ihr was? Ich kann mal eben... Gibt's nicht eine Nuka-Cola? Das hätte ich eigentlich eben mal machen können. Die gegen Radioaktivität war. Da war doch was. Strahlung widerstehen. Strahlung wegmachen. Welche war das denn? Die macht alles Strahlung. Da kann man nur mit Strahlung widerstehen. War nicht irgendwo Minus? Red? Da! Nuka Grape. Ja gut, es lohnt sich zwar nicht, aber komm weg. Weg mit dem da unten. Nee. Okay, funktioniert nicht. Ich gehe außen rum. Hier sind wir hergekommen, ne? Also, da oben sind wir gefahren, oder? Irgendwie, nee. Nee, das war nicht an der Straße. Aber wir sind außenrum gefahren. Mit dieser Gondel oder was das war. Was ist denn hier so komisch neblig? Hm. Nudelschale. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich hier irgendwas ganz Krasses entdecke, so außerhalb. Wäre schon cool, oder? Wir haben gerade keine Musik. Seltsam. Warum haben wir keine Musik? Bradbutton! Entdeckt! Ach! Das ist also Bradbutton? Ich dachte, das wäre ein Typ. Aber dann war die Stadt ist hier nach ihm benannt, oder was? Aha. Zeig mal auf der Karte. So, so. So, so. Hä, wie komme ich denn da rein? Andere Seite. Ich möchte in diese Kirche rein. Hä, komme ich da nicht rein? Wie gemein. Ich wollte da reingucken. Aber die ist komplett zu.
ich habe jetzt gedacht, dass das hier in der Kirche ist auf jeden Fall irgendwas los. Aber es gibt keinen Eingang. Na gut, dann gucken wir uns halt den Rest der Stadt an. Des Örtchens. Hier leuchtet's. Leuchten ist immer gut. Hier ist aber nichts. Okay, das kann man eventuell in die Luft jagen. Da ist eine Tür. Aha. Ein Motel. Okay, da gehe ich rein. Da gehe ich rein. Guten Tag. Komm, hau ihn eine rüber. Ja, perfekt. Wahrscheinlich wollte er mich nur begrüßen. Ich habe da noch reingehört. 100 pro die Treppe runter. Ja, ich sehe es schon. Da. Durch die Decke. Der wollte uns so begrüßen und willkommen heißen in dem Motel. Und wir haben ihn umgebracht. Schon gemein irgendwie, oder? Ach, guck mal, ein Safe. Oh, da kommt noch einer. Jetzt muss ich aber eben erstmal hier entsperren. Sekunde, ja? Komm ich gleich um die anderen. Oh. Leudis hier kümmern. Dann auch nicht jeden Tag. Nee. Ich hab doch noch einen gehört. Patron. Hallo? Ist hier wer? Wird dunkel gerade, ne? Ich sehe nichts. Was? Ich trage zu viel. Fuck. Kannst du schnell reisen, wenn Gegner in der Nähe sind? Ja, ist ja gut. 7? Was habe ich denn gerade aufgehoben, bitte? Hä, was habe ich gerade aufgehoben? Irgendeine Waffe oder so? Ist denn die Musik? Kampfflinte. Habe ich die aufgehoben? Vermutlich. Warum ist denn die Musik? Warum geht die gerade so ab? Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! Habe ich mich jetzt erschreckt? Boah! Leute! Das ist nicht euer Ernst! Ach, da unten sind die, draußen. Ich kill die mal eben, die nerven mich. Nein, ich wollte das Licht ausmachen. Licht ausmachen. Und das mitnehmen. Oh. Und dann... Hä? Ach, da seid ihr. Cool. Wer war das? Der hier so... Warum das hier so abgeht mit der Musik oder was? Musik geht immer noch ab. Nee, nee. Kann ich da hoch? Schaffe ich nicht, ne? Nee, schaffe ich nicht. Vielleicht von außen oder so. Hä, aber warum kann ich hier nirgendwo pennen? Das ist doch ein Motel. Ich muss doch hier pennen können. Das ist aber gemein. Ach, ich könnte da pennen. Ich könnte hier in dem Bett pennen. Läuft gerade noch, kommt gerade irgendwas. Hat sie verloren. Wo denn? Nicht besser wissen sollen. Okay, tot. Ist jetzt mal gut, oder was? Komm schon. Dünn. Komm ich hier durch? Wo kommst du denn her? Sind die von draußen gekommen? Gage, lass mich mal gucken, bitte. Vielleicht von da oben runtergesprungen. Würde Sinn machen. Ja gut, Leute. Dann haben wir ein bisschen was gemacht in der Folge. Ich würde mich jetzt hier zu dem Skelett legen. Und schlafen, während mich diese Puppen beobachten. Und dieser Hund. Und ja, ich glaube, das ist ganz schön hier. Auch vor allem mit dem Hirnpilz am Bett. Ja.
Ich lege mich jetzt hier schlafen. Zwischen den Folgen würde ich mich mal ein bisschen um unsere Equipment kümmern und unser Inventar, mal ein paar Sachen wegbringen und vielleicht auch mal ein paar Sachen lernen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass auf einmal das Inventar anders aussieht in der nächsten Folge. Ja, ich mache hier ein Nickerchen und dann schauen wir hier uns noch weiter um. Mal sehen, ob hier noch was Interessantes ist. Und also in der nächsten Folge schauen wir uns weiter um. Du kannst nicht... Es sind immer noch Feinde in der Nähe, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Ort ist. Ob hier noch was Interessantes in der Nähe ist. Ich würde hier noch ein bisschen mich weiter umschauen. Das machen wir in der nächsten Folge, ja. Gut. Wie viel Uhr haben wir es? 9:30. Perfekte Zeit, um ins Bett zu gehen. Ich bin alt. So ist das halt. In dem Alter geht man früher ins Bett, in dem ich bin. Alles klar. Dann gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ach, ich kann nicht schlafen. Ah, okay, warte. Wo denn? Wo sind die Feinde? Ich will nur pennen, Leute. War der das? Hier geht's hoch. Nee, hier geht's nicht hoch. Hä, irgendwie ist da so eine komische, unsichtbare Wand. War gerade sehr eigenartig. Okay, vielleicht kann ich jetzt pennen. Ich probier's. Ich habe gerade schon wieder was gehört. Ja, ich hab's gehört. Jetzt mal im Ernst, ja? Im Ernst jetzt. Jetzt ist langsam schon spät. Ich habe eben noch gesagt, ich muss früh ins Bett. Mann. Aber so ist das immer, ne? Man will ins Bett gehen und kommt nicht dazu. So, jetzt aber. Nein, ich wollte das Licht ausmachen. So, gute Nacht. Ah! Wo sind sie? Siehst du sie? Hat auch Spaß gemacht. Was, Boss? Wie viel kommen denn jetzt noch? Wir sind die ganze Zeit nicht allein! Ich will doch nur pennen! Da bist du ja! Ich will doch nur pennen und diese Folge beenden! So, haben wir es jetzt, oder was? Ist jetzt vorbei hier! Jetzt mal im Ernst! Leute! Ich hab jetzt echt genug! Okay, es war ein bisschen komisch jetzt, aber egal. So ist das manchmal.
So, ich schlafe jetzt endlich, Leute. Keine Ahnung, wie lang. Und ich werde sehen. Wir werden sehen, wie lange ich schlafe. Ihr werdet es sehen in der nächsten Folge, wie viel Uhr wir es dann haben. Und ja, danke fürs Zuschauen und danke für die Geduld jetzt zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.